Dritter Akt, die Zwielichtflut. Nummer römisch 16. Die Feder und das Schwert. 20 nach 3 im Mond. Ich muss mal wieder römische Zahlen üben. Und einmal würfeln, ob ich das schaffe, hier mal zu Beginn des Parts den richtigen Knopf zu drücken. Ist eine 11. Ja. Schaffen wir. Würde ich sagen. Was für ein süßes Schaf. Oha. Er ist wieder da. Grüße, tapfere Abenteurer. Willkommen zurück. Hallo. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, natürlich. Das ist nicht, dass ich nicht allein war, nachdem all das passiert ist. Das hat mir sehr geholfen. Freut mich zu hören. Wie geht's dir? Es war viel los die letzten Tage. Mir geht's gut. Glaube ich. Ich versuche einfach nur beschäftigt zu bleiben, damit ich nicht an das denken muss, was die letzten Tage passiert ist. Verständlich. Eine geliebte Person zu verlieren ist immer schwierig und es zu überwinden dauert länger als man denkt. Ich fürchte, du hast da recht. Sprichst du aus Erfahrung? Ich habe diesen Beruf schon lange. Ich habe viele Abenteurer gesehen. Manche von ihnen kehren zurück, manche nicht. Aber die, die es nicht tun, lassen immer eine Person zurück, die um sie trauert. Ich verstehe. Wirkt es irgendwann leichter? Es wird leichter. Es hört nicht auf, aber es wird leichter. Das ist gut zu hören. Dann ist noch nicht alle Hoffnung verloren. Etwas Ablenkung kann aber nie schaden. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich habe in den letzten Tagen viel geschrieben. Ich möchte all die Erfahrung, die ich unterwegs gemacht habe, festhalten. Und vor allem Theos letzte Momente. Ich dachte, auf Abenteuer rauszuziehen, wäre in den Büchern, die ich als Kind gelesen habe. Aber das ist es nicht. Nicht einmal annähernd. Die Realität ist immer viel härter, als die Geschichten es vermuten lassen. Es tut mir leid, Archie. Ist schon in Ordnung. Danke für den Teilnahme, aber ich werde es überstehen. Ich habe darüber nachgedacht, einen neuen Pfad einzuschlagen. Vielleicht wäre es besser für mich, zu Hause zu bleiben und nur von solchen Abenteuern zu träumen und sie dann Mail zu schreiben mit einem glücklichen Ende und allem, was dazugehört. Ich will nur erwähnen, dass die anderen immer wieder erwähnen, wie sehr ihnen deine Geschichten gefallen. Das hat Theo auch immer gesagt. Vielleicht sollte ich Reas Ratschlag annehmen und mein Leben so leben, wie Theo es sich für mich gewünscht hätte. Das ist auf jeden Fall sicherer. Und wenn es dir gefällt, warum nicht? Aber wie wäre es mit einem Drink, um dich ein wenig zu entspannen? Gerne. Warum nicht? Irgendwelche Wünsche? Überrasch mich
mit etwas, das meine Konzentration so schreiben aufrecht erhält. Etwas, das unnötige Gedanken abwehrt. Eine meiner leichtesten Übungen. Ich hoffe, wir können nicht das hier reinmixen. Mit Schild, Moment, was? Das ist ja nicht komplett abwegig. Hier ist hier unten irgendwas, was oben hier was Geschwindigkeit und was Schwert hat. Der hat jetzt keine. Der geht schon mal nicht. Der könnte gehen. Sehr viel Schild. Sehr viel Schwert und ein bisschen Geschwindigkeit. Den nehmen wir doch. Dann haben wir gleich die Zutat mit drin. Fürs Achievement. Es gibt ein Achievement, das man alle Infusionen mehr ausprobiert hat. Ab, einer zu viel. Ups. Auch wieder zu viel. Möglichkeit zu trinken. So, hier muss jetzt blau rein. Sag mal. Mein Wecker ging jetzt hier. Und jetzt. Stillwasser. Anstrich nicht vergessen. Ein Trink für den Bestseller-Autor in Spe. Das ist sehr nett von dir. Vielen Dank. Oh, das ist köstlich. Ich sehe die Wörter bereits vor mir, wie sie es kaum erwarten können, niedergeschrieben zu werden. Das freut mich zu hören. Wo wir vom Schreiben sprechen, hast du schon einmal von Manina gehört? Der berühmten Detektivin? Wie der Zufall es so will, ja, das habe ich. Wenn man ein Gasthaus führt, lernt man einige Leute kennen. Hast du sie in letzter Zeit gesehen? Leider nein, nicht. Ich habe sie das letzte Mal vor einer, vielleicht zwei Wochen gesehen. Was für ein Zufall, dass du sie ebenfalls kennst. Eine so bekannte Detektivin zu treffen, ist eine wahre Quelle an Inspiration und spannenden Geschichten. Ich habe davon gehört, wie sie Rätsel der vermissten Familiare in Sorot gelöst hat. Sie und ihr treuer Assistent. Ach, wie inspirierend. Ich würde wirklich gerne davon erzählen. Vielleicht kombiniere ich das mit diesen Gerüchten, die ich über diesen mysteriösen Ort im Südwesten von Fesora gehört habe. Oh, welcher wäre das denn? Ein Magierturm. Ein magischer Ort voller Puzzle, Mysterien und Magie. Ich habe Gerüchte gehört, dass die Bibliothek darin uraltes und verbotenes Wissen zuhauf beinhaltet. Aber das ist noch nicht alles. Auch magische Kleinodien und unvorhersehbare Schätze warten dort auf einen. Wie aufregend es sein würde, wenn ein Detektivin darüber stolpern würde. Das wäre definitiv eine Geschichte, die ich lesen würde. Wenn es herauskommt, hätte ich gerne ein Exemplar. Aber natürlich, von mir persönlich signiert und geliefert. Und uns mögen einige Jahre trennen. Aber sie erinnert mich an meine eigene Kindheit. Unsere Lebensumstände mögen unterschiedlich sein. Ich durfte nicht einmal alleine nach draußen.
aber sie wirkt so einsam, wie ich damals. Ich habe mich immer nach einer Mutter gesehnt, auch wenn sie ihre in der echten Welt findet. Ich habe mich immer auf Bücher verlassen. Aber es ist gut, dass sie einen Assistenten hat. Das Leben einer Detektivin ist oft einsam. Ich meine, Theo hat mir auch oft Gesellschaft genestet, aber das ist jetzt nicht mehr wichtig. Nicht wahr? Es tut mir leid, dass ich es dir sagen muss, aber Maddie ist seit der Zwielichtflut verschwunden. Nein! Sag's! Sag mir, dass du Witze machst. Leider nicht, tut mir leid. Nein! Das kann nicht sein! Bei den Drachen, ihr kann doch nichts passieren sein. Sie ist doch so jung, so klein. Was, wenn sie hat? Immer mit der Ruhe. Noch ist kein Grund zur Panik. Das sagt sich so leicht für dich. Du hast nie einen sterbenden Freund in deinem Arm gehalten. Gesehen, wie das Licht aus seinen Augen weicht. Das kannst du nicht wissen, Amochi. Es gibt keinerlei Hinweis darauf, wie Melina mit Melina passiert ist. Wir sollten nicht den Teufel in die Wand malen. Sie ist klein, aber zäh. Glaub mir. Du hast recht. Tut mir leid. Hoffen wir das Beste. Ich will keine weitere Tragödie schreiben. Und was mit dir heute? Kumo, gut dich zu sehen. Ich habe es gelöst. Was hast du gelöst? Das Problem mit meinen Eltern. Ich weiß, was ich tun muss. Und was ist das? Ganz einfach. Ich werde dich beauftragen, eine Quest fertigzustellen und auszuschreiben. Eine Quest, meine Eltern zu finden und sie zu töten. Moment, hast du gerade töten gesagt? Ja. Warum willst du deine Eltern umbringen? Ist das nicht offensichtlich? Nein, das kann ich nicht behaupten. Ihr Tod ist, was mich auf diesen düsteren Pfad geführt hat, die jetzt mein Leben bestimmt. Er hat mich zu meinem Schicksal geführt, meiner Bestimmung. Und das ist Stehlen, Rache, ein Entschluss zu sein. Dunkelheit. Oh, natürlich. Und dass sie zurück sind, bringt meine Bestimmung durcheinander, meine ästhetische Bestimmung. Okay. Also muss ich mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Warum redest du denn nicht mit ihnen? Reden löst nie etwas. Es könnte dafür sorgen, dass du dich besser fühlst und vielleicht etwas weniger mordlustig. Nein. Ich muss akzeptieren, was ich bin. Und das heißt, dass sie sterben müssen. Also bitte, eine Quest. So schnell du kannst. Wie du willst, ich schreibe sie sofort auf. Danke. Ich lege alles weiter in deine Hände. Bevor du gehst, darf es ein Drink für dich sein? Vielleicht einen, mit dem du über etwas anderes reden kannst, als deine Eltern umzubringen? Ja, sie sollte keine Ahnung haben. Also muss ich meine Gefühle
Verheimlichen. Ich sehe, was ich tun kann. Charisma wird gebraucht. Na, da passt doch ein Herzenssprecher. Ja, machen wir mal. Mit ohne Inspiration, ohne Infusion. Bisschen noch Mut und wenig Blumen. Ein Herzenssprecher. Ein Buchstrichen. Vielleicht wärmt das dein Herz ein wenig. Es ist angenehm, warm, wie eine Umarmung. Brauchst du eine Umarmung, Kakumo? Ich muss los. Pass gut auf dich auf. Immer. Und Kumo? Ja. Hast du mit Fable gesprochen? Ja, gestern. Xir ist losgezogen, um Melly zu finden. Verstehe. Viel Glück mit deinen Eltern. Ich brauche kein Glück. Was ich brauche, ist Rache. Braucht er? Braucht er Hilfe? Willst du Xir helfen, Xirs Eltern zu töten? Was? Nein, natürlich nicht. Ich meine, psychologische Hilfe. Xir sah nicht aus, als ging es Xir besonders gut. Nicht, wenn ich das so sagen darf. Er ist generell ziemlich düster, aber dass Xirs Eltern noch leben, hat Xir ziemlich aus der Bahn geworfen. Man sollte nicht denken, dass das etwas Schlechtes wäre. Und jetzt will Xir sie töten, nur weil es nicht in Xirs Hintergrundgeschichte passt. Das wäre die Gelegenheit für ein Happy End, eine ansonsten fürchterlich düstere Geschichte. Bitte sag nicht, dass du ernsthaft eine Quest ausstellen wirst, um deine Eltern zu töten. Ich bin nur die Person, der dieses Gasthaus hier gehört, und darum füge ich mich Kumbus wünschen. Ich hätte dir mehr Grad zugetraut oder moralische Standards. Insbesondere nach dem, was passiert ist, als ich den Ratschlägen gefolgt bin. Was ist mit denen, die Kumbus Entscheidungen trauend zurücklassen werden? Das war deine Wut, oder nicht? Ich habe versucht, ihn aufzuhalten. Aber ich glaube nicht, dass ich Xir dazu bringen kann, jetzt mit Xirs Eltern zu reden. Du hast Xir gehört. Und genau deswegen sehe ich noch Hoffnung. Moment. Ich verstehe nicht ganz. Kumo wird diese Quest nicht selber annehmen. Also wird jemand anders diese Quest annehmen und vielleicht mit seinen Eltern sprechen. Das klingt ziemlich unausgegoren, wenn ich das so sagen darf. Ich bin sicher, dass es klappen wird. Es wird sicher keine schwierige Quest, vor allem wenn man gut mit Worten umgehen kann. Wie du als Adliger es zum Beispiel kannst. Oh. Ich bin nicht sicher, dass das keine Quest ist, die ich bestreiten sollte, obwohl ich wohl dafür geeignet sein könnte. Was, wenn es zur Gewalt kommt? Ich
Ich weiß nicht, ob ich so gut darin wäre. Ich wollte es dir nur anbieten. Du musst es nicht annehmen. Möchtest du stattdessen eine andere Quest? Hast du nicht zugehört? Ich weiß nicht einmal, ob ich überhaupt noch ein Abenteuer will. Das war, was Kumo gerade gesagt hat, hat diese Zweifel noch verstärkt. Ich will niemals jemanden töten müssen. Ich habe mir nie ausgemalt, ein Leben als Mörder zu verbringen. Natürlich nicht. Aber ich weiß auch nicht, in welche Richtung mein Leben gerade geht. Mein Herz schreit über Vertrauen. Es ist vielleicht nur eine Geschichte, aber es gibt einen Ort, der unendliches Wissen beinhaltet. Oh? Sprichst du zufällig von den unterirdischen Höhlen in der Ebene von Ur? Ich habe so viele Geschichten über sie gelesen. In der verborgenen Ort voller Wunder. Obwohl ein sterblicher Bewohner Gaias, wie ich, dort wohl kaum überleben könnte. Aber ich habe gehört, dass im Abgrund des Wenigs ein Weg dorthin existiert. Sag ich mir, ist es wahr? Ist ein Abgrund des Zwielitz wirklich ein Portal nach Ur? Gut möglich. Unsere Welt ist voller Wunder. Und da das Reich des Zwielichts aus Urträumen entstanden ist, würde ich sagen, dass es zumindest denkbar ist. Wenn ich nur an diese Höhle denke, beginnt mein Herz zu rasen und meine Finger zu zucken. Vielleicht sollte ich eine Geschichte über sie schreiben. Ich muss mir einige Stichworte aufschreiben oder ich vergesse meine ganzen Ideen. Ich glaube nicht, dass du eine Uhr brauchst, um dich zu leiten. Dein Herz hat seinen Schluss bereits gefasst. Glaubst du das wirklich? Ja, es ist ehrlich gesagt ziemlich offensichtlich. Mach dir deine Notizen. Das könnte ein Bestseller in der Mache sein. Du kannst wirklich in die Wurzeln gehen. Weißt du das? Danke für deinen Rat. Auf Wiedersehen. Bis bald, Archie. Oha, wen haben wir denn da? Quest vergeben. Guten Abend, Zerdin. Guten Abend. Hat dich die Langeweile wieder bemannt? Wie so oft? Ist die Quest hier noch frei? Nicht mehr lange scheint es. Hast du noch immer nicht genug von den Untoten? Hab genug davon, gegen sie zu verlieren. Ich will eine Revanche. Für das, was passiert ist, gibt es keine Revanche. Ich weiß, aber ich werde nicht zulassen, dass noch mehr Leute jemanden an sie verlieren. Ich dachte, du würdest stattdessen nach Minis buchen. Kann nicht sagen, dass ich mir keine Sorgen um die Kleine mache. Aber Phoebe sucht bereits nach ihr. Ich vertraue es ihm. Und ich vertraue Manny, dass es ihr gut geht, meine ich. Sie hat mir versprochen, dass wir uns bald wiedersehen und ich lerne Versprechen zu vertrauen. Das sollst du auch. Möchte gerade was wünschen. Egal. Wird das entscheidend hoch auf Taten von Sonnen? Das tue ich, das aber Vertrauen kann was Unheimliches sein. Alles ist unheimlich, wenn man Phoebe so zuhört. Dann kann man auch die Sachen nehmen, die wenigstens Spaß machen. Wie zum Beispiel Untote? Genau. Ich will auch nach meiner Cousine sehen. Diese Untoten-Schnecken klingen mit einem Mal deutlich bedrohlicher.
immerhin sind sie noch langsamer als normale Untoter. Sehr beunruhigt. Danke. Willst du Archie wieder mitnehmen? Er könnte der Ruhepol sein, den du suchst. Auf gar keinen Fall. Nein. Was, wenn du dich langweilst? Er hat gute Geschichten, die... Klappe. Wie soll ich dich dann fragen, was du trinken möchtest? Ah, wie sehe ich denn, meine liebe Freunde, das wirst Zirding, eure Ausstrahlung ist heute ganz besonders in Ordnung. Was strahlen wir denn aus? Ich höchste, dieses Wort ist für höfliche Gesellschaft ungeeignet. Sehr freundlich. Wie geht es dir, Scanny? Bestens. Ich hatte gestern ein allerliebstes Gespräch mit Sir Alphonse und Lady Forstgrip. Alphonse und ich haben dank dieser jungen Schmiede so viel über die Dinge erfahren, die wir verpasst haben. Diese Welt ist wahrhaftig ein aufregender und wunderschöner Ort. Und morgen wird der Vampir wieder alles vergessen haben. Was nur heißt, dass er sich allein daran erinnern kann. Wie herrlich muss das sein, die endlose Suche nach Wissen ist ein Wunder für sich. Und obwohl wir gerade vom Wissen sprechen, ich würde gerne wissen, wie es euch geht, werteste Zerling. Ihr seht, ein wenig matt aus und ich wünsche nicht, euch zu belastigen. Bin einfach nur von dem ganzen Gerede hier erschöpft. Aber du kennst ja nichts dafür. Oh, ich verstehe. Soziale Verpflichtungen können so ermüdend sein, so viele Regeln und ungeschriebene Gesetze, denen man sich zu unterwerfen hat. Doch stellt man sich diese Herausforderung, erbaut eine ungeahnte Schätze. Und die zu lassen, die Mühe lohnenswert werden. Questen zum Beispiel. Ich dachte an die Freuden, die man so gewinnen kann. Doch Questen sind ebenfalls etwas Schönes. Zieht ihr geradezu ein Haus? Ja. Gutes. Pessoa wird derzeit von ungewöhnlich vielen Untoten heimgesucht. Vor allem beim Fahnenfuß. Zähnen geht sich das einmal ansehen. Ein Treffen von Untoten fahrt Faust. Doch wieso? Vielleicht findet dort eine Messe statt. Nein, es klingt eher nach einem gewalttätigeren Publikum. Zu schade. Diese Art von Umstellung ist unter meinen Ausgenüssen leider sehr verbreitet. Wird man ohne Seele in den eigenen Körper zurückgerufen, bleibt Sinn und Verstand leider oft übernommen zurück. Du hast keine Seele und dafür hast du viel Persönlichkeit. Das ist sehr freundlich von euch, doch ich fürchte, ich bin wenig mehr als ein Schatten ins früheren Selbst. Das heißt, dass du dich neu erfinden kannst. Welche verlockende Aussicht. Und doch, vergessen zu haben, dass man einst war, ist ein seltsames Gefühl. Wie kannst du vergessen sein, wenn du gerade hier bist?
Wir werden uns an dich erinnern, so wie du jetzt bist. Genauso wie andere es mit deinem alten Selbst getan haben. Ich hoffe, dass ich eine angenehmere Erinnerung sein werde und angenehme Gesellschaft bin. Das bist du. Das zu hören erfreut meine bedauerlicherweise nicht anwesende Seele sehr. Wird schaden, hättet ihr etwas dagegen, wenn ich euch auf eure Quest begleite? Es klingt nach einer hervorragenden Gelegenheit und diese Beschäftigung könnte schon zu lange nicht nachkommen. Klar, komm mit, ins Klett kann im Kampf gegen und hose nicht schaden. Kampf? Oh, das sollte nicht unser Vorgehen sein. Wir sollten sich ständig oder besser noch ein zivilisiertes Gespräch mit ihnen nutzen. Mit genug Charisma sollten wir nicht an den sterblichen Teil ihres Geistes appellieren können. Mach dich nicht lächerlich, sie würden uns in Stücke reißen. Wir könnten um etwas mehr Verteidigung bitten, weil sie sich zuerst ein wenig überzeugen müssen. Ich könnte euch eine Frostrüstung anbieten, die gut dazu passen würde. Ein paar Eiskieferzapfen dazu und ihr habt noch ein etwas mehr Rüstung, falls eure Worte auf Taube nicht mehr von den Ohren stößt. Eine Excellente. Und wir knacken ihre Knochen, bis sie sich nicht mehr rühren. Nichts von Gutes, dann vergeben und vergessen. Doch ich denke, Geschwindigkeit wäre ein klüger Ansatz. Unerweckte Untoten und außerdem langsam diese Vorteile sollten wir nutzen. Also Geschicklichkeit und Verteidigung. Da warst du auf dem richtigen Weg. Darf ich vorschlagen, dann etwas morganitischen Lotus mit reinzufügen? Dadurch werden eure Waffen gesegnet und erhalten einen Teil der Macht der Großdrachen, ähnlich wie bei Citrin. Untote sind ungeheuer anfällig gegen heilige Angriffe. Das sind wir in der Tat. Die Macht der Drachen ist äußerst schwer zu bändigen. Ihre Fähigkeit beeindruckt mich stets aufs Neue. Dein Enthusiasmus sollte zu den Zutaten gehen, nicht mehr. Doch sie zu den Siegern, dass sie ihre volle Wirkung entfalten, ist ebenfalls bewundernswert. Und das gewohnte Vorgehen zu ihm ebenfalls. Wir sollten das überlassen, nicht wahr? Ja. Du machst das schon. Etwas Verteidigung ist immer gut, aber was sollten wir bevorzugen? Charisma oder Geschick? Und vergesst nicht eure pomosen Rüstungen. Niemals. Okay, hier haben wir gleich sehr viele Optionen. Jo.